Oh, verzeihen Sie, störe ich Sie etwa? Nein. Kommen Sie doch rein, Mrs. Miss Alice de Bouvier. Ich bin die neue Nachbarin von Mr. Holmes. Oh, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Dr. Watson. Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ach, nicht Sie braucht Hilfe, Watson. Ich... Um was geht es dann? Ah, der Junge, der schniefend hinter ihr steht. Schicken Sie ihn weg. Aber er friert ja geradezu und ist ganz verstört. Was ist nur passiert? Der kleine Tom klopfte an der falschen Tür. Ach, um Himmels Willen. Armer Junge, komm rein, wärm dich beim Feuer auf. Kann ich Ihnen Tee anbieten, Miss de Bouvier? Nun, ich... Ist ja nicht so, dass wir, Sie wissen schon, wen stören. Ich denke nicht. Da Sie nebenan wohnen, sollten Sie vielleicht besser wissen, wie er so ist. Ich mache mir langsam Sorgen. Nun, Mr. Holmes leidet an einer Krankheit, die immer dann aufflammt, wenn er nichts zu tun hat. Dann wird er richtig gehend asozial. Und, naja, es ist eine schwierige, unheilbare Krankheit. Die Sache muss unbedingt unter uns bleiben. Natürlich, ich verstehe. Wie traurig. Eine vorübergehende Linderung gibt es aber für ihn. Durch spannende Fälle. Wenn er diesen hier ablehnt, wird sich sein Zustand sicher verschlechtern. Ich bin noch hier. Ich bin nicht aus dem Fenster gefallen. Also gut, dann... Vielen Dank, Miss. Nun sag, Junge, was führt dich hierher? Mein Vater, Sir. Er ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie ist sein Name? George Hurst, Sir. Verschwunden also. Was sagt die Polizei? Die glauben mir nicht. Sie sagen, dass er einfach abgehauen ist. Aber das stimmt nicht. Klar, deine Kleidung ist gut geflickt und du kannst lesen. Deine Eltern mögen arm sein, aber sie lieben dich. Ja, aber es gibt nur noch uns beide. Meine Mutter starb, als ich noch klein war. Umso mehr ein Grund, nicht einfach abzuhauen. Dein Vater dürfte kein verantwortungsloser Mensch sein. Er ist sehr gut zu dir. Das stimmt. Aber er hat keine feste Stelle. Deswegen arbeitet er oft als Tagelöhner, weil er sonst nichts finden kann. Nur diesmal ist er nicht zurückgekommen. Wann genau hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Vor 3 Wochen. Er hatte einen neuen Job angenommen. Aber diesmal war er seltsam. Und wütend. Seltsam? Inwiefern? Er sagte, ich habe einen besonderen Job angenommen. Wage es nicht, hier wegzugehen. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Vor 3 Wochen? Das ist eine lange Zeit. Jeden Tag dachte ich, heute kommt er zurück. Und überhaupt, ich komme schon alleine klar. Wie konntest du nur? Du und dein Vater schweben in Gefahr. Du hättest viel früher zu mir kommen müssen. Ich hatte Angst. Ich habe keine Familie. Und ich kann sonst nirgends hin.
Wenn unser Vermieter merkt, dass mein Vater weg ist, wirft er mich aus der Wohnung. Tom, du warst sehr umsichtig. Wir bewahren Stillschweigen. Wenn doch nur meine Mutter hier wäre. Gut. Wie lautet eure Adresse, Tom? 12 Dorset Street. Erster Stock. Tür E. In Whitechapel, Sir. Aber ich habe kein Geld, um sie zu bezahlen. Wer redet denn von Geld? Dein Fall scheint die Medizin zu sein, die ich brauche. Ich werde dich dort treffen. Oh, vielen Dank, Sir. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurück. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Eine Karte von London und Umgebung könnte nützlich werden. Brava, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Brava, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Wir müssen Tom helfen, seinen Vater zu finden, Holmes. Wir müssen Tom helfen, seinen Vater zu finden, Holmes. Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit.
Watson schreibt damit über unsere Abenteuer. Watson schreibt damit über unsere Abenteuer. Ein tanzender Elefant. Das erinnert mich irgendwie an Mycroft. Ein tanzender Elefant. Das erinnert mich irgendwie an Mycroft. Ein tanzender Elefant. Das erinnert mich irgendwie an Mycroft. Mm.
Diese Straßen sind zu eng für Kutschen. Ich muss laufen. Whitechapel High Street. North Street. Verzeihen Sie, wo finde ich Dorset Street? Ist es weit von hier? Da sind Sie hier falsch. Drehen Sie um und gehen Sie dann hinten durch den Bogen. Hier leben wir, Mr. Holmes. Meine Mutter, sie starb, als ich sehr klein war. Vater erzählte immer von ihr. Das ist alles, was ich von ihr habe. Das tut mir leid, Tom. Auch ich war klein, als meine Mutter fortging. Hurst hat seine Rechnungen im Voraus bezahlt und so für eine gewisse Sicherheit für Tom gesorgt. Da köchelt eine Bauernsuppe vor sich hin. Ein einfaches Essen für einfache Menschen in schwierigen Zeiten, würde ich sagen. Da köchelt eine Bauernsuppe vor sich hin. Das Essen wird wohl knapp. George Hurst ist bereits seit 3 Wochen verschwunden. Das Essen wird wohl knapp. George Hurst ist bereits seit 3 Wochen verschwunden. Alt, schmutzig und verschlissene Kleider. Da tropft es immer. Vater hat das früher repariert. Zu dunkel. Ich kann nichts erkennen.
Ah, deshalb bist du also zu mir gekommen. Eine Sammlung von alten, gebrauchten Büchern. George Hurst wollte seinem Sohn so viel Bildung ermöglichen, wie er sich leisten konnte. Vater hat die für mich gekauft. Er hat nichts gesagt, aber ich weiß, dass er seinen Mantel dafür verpfändet hat. Eine Ledertasche. Mal sehen. Nur ein paar alte Dinge. Nur ein paar alte Dinge. Hoffentlich finden Sie meinen Vater. Bitte finden Sie meinen Vater. Bitte finden Sie... Hoffentlich finden Sie mein... Einfach da ab.
Alt, schmutzig und verschlissene Kleider. Ah, deshalb bist du also zu mir gekommen. Bitte finden Sie meinen Vater. Bitte finden Sie meinen Vater. George Hurst war offensichtlich ein hart arbeitender Mann und eine wertvolle Hilfskraft. Das Old Tabard Pub in der North Street. Das Old Tabard Pub in der... Bitte finden Sie meinen Vater. Das Old Tabard Pub in der North Street. Kleister, wohl von einer Wand. Das Old Tabard Pub. Hat dein Vater jemals von dem Pub gesprochen, Tom? Er war Stammgast da, aber er ist kein Säufer. Das ist hier ganz in der Nähe, in der North Street. Bitte finden Sie meinen Vater. Mr. Holmes. Sieh an, der junge Wiggins. Und du hast sogar eine Arbeit gefunden. Wenn man das so nennen kann. Ich hasse es. Aber wenn Sie richtige Arbeit für mich haben. Ich könnte später in der Tat deine Hilfe brauchen. Warte hier. Zu Ihren Diensten, Mr. Holmes. Zu Ihren Diensten, Mr. Holmes. Es ist niemand zu Hause.
Ich muss mich umhören, um zu erfahren, wer den besonderen Job anbietet. Gemeinsam sind wir stärker. Stärker als je zuvor. Nee. Der Kerl, der hier besondere Jobs anbietet, der trinkt keinen Alkohol. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Die Kinderarbeitsgesetze haben eure Kinder zur Schule statt ins Bergwerk geschickt. Gleichheit für die Arbeiterklasse. Ich bin mein eigener Chef. Ich kann mich nur bei mir selbst über mich beschweren. Oder bei Watson. Der Mann mit dem besonderen Job. Hat einen prächtigen Backenbart, würde ich sagen. Der Gesuchte hat also einen Backenbart und trinkt keinen Alkohol. Die Kinderarbeitsgesetze haben eure Kinder zur Schule statt ins Bergwerk geschickt. Götter, keine Meister. Das ist er nicht. Achtung, Bosse! Wir lassen uns nicht mehr unterdrücken. Das muss der Mann sein, den ich suche. Thank you.
Eine Vermisstenanzeige. Ich sollte mehr herausfinden. Siehst du den Mann da? Ich möchte, dass du ihm folgst und mir danach berichtest. Geht klar, Mr. Holmes. Überall Bettler und Bettler. Ich konnte letzte Woche die Miete nicht zahlen. Reichen füttern ihre Hunde mit Fleisch. Ich kann mich nicht mal daran erinnern. Das Leben ist viel zu teuer. Mein Sohn arbeitet in der Kanalisation. Und er ist... Worauf wartest du? Ah, den Jungs von der Schlägerbande gehe ich lieber aus dem Weg. Dummes Balk! Heute, geh an die Arbeit! Ich könnte ihn weiterverfolgen, wenn ich den Kamin hochklettere. Aber das ist gefährlich. Nimm die Bürste und hoch mit dir! Bitte schlagen Sie ihn nicht. Ich tue es. Ich werde den Kamin putzen. Dann mal los!
Ich hab ihn wieder. Zum Glück. Kein Versteck hier. Ich gehe besser durch die Gärten. Schuhputzer Jim aus der Chamber Street. Der ist stumm. Sein besoffener Stiefvater verprügelt ihn immer. Hey Jim, hast du mir mal deine Ausrüstung? Ich bin auf geheimer Mission für Mr. Holmes. Mhm. Engel.
ist das Wetter gut. Letzte Woche war es... Ich bete, dass es nicht wieder kalt wird. Hab kein Geld für Kohle. Ich darf ihn jetzt nicht verlieren. Wissen, was da drin vorgeht.